dass die Special Olympics nach Österreich geholt worden sind, das finde ich natürlich extrem gut. Ramsau, Schladming in Graz sind natürlich sehr, sehr schöne Orte und ich bin sehr, sehr gerne Botschafter dieser Spiele. Zudem ist ja auch noch Unica Sponsor von den Spielen und ich denke, wir werden doch sehr, sehr schöne Spiele erleben. Den Special Olympics Sportlerinnen und Sportler finde ich toll, mit welcher Konsequenz sie ihre Ziele verfolgen und Sport verbindet, egal ob mit oder ohne Handicap. Und deshalb freue ich mich besonders, dass ich Botschafterin der Special Olympics 2017 sein darf. Ich starte in Eiskunstlauf in 2017 in Graz. Ich habe mir vorgenommen, dass wir ein paar Medaillen holen für Österreich. Wir starten auch für Socksiessen an. Unsere Betreuer, die hilft mir für Socksiessen allgemeinsam spielen. Meine Lieblingssportlerinnen sind Maja Schild und Penny Reich. Danke für Penny Reich und Maja Schild. Als ehemaliger Sportler kann man natürlich schon gewisse Tipps geben. Ich denke, natürlich muss man hart trainieren, natürlich muss man konzentriert an die Sache herangehen. Man muss viel Begeisterung haben und das ist aber eigentlich auf der anderen Seite fast etwas, was ich sehr häufig von diesen Sportlern gelernt habe, dass ich diese Lebensfreude, diese Begeisterung für das, was sie tun. Man ist ja Leistungssportlerin und es zählt halt nur der Sieg und wenn man eine Niederlage erleidet, dann ja, ist man eigentlich schon ein bisschen am Abstellgleis und ich glaube, gerade das kann man lernen, dass einfach die Leistung und wenn man froh und glücklich über seine erbrachte Leistung ist, dass das einfach im Vordergrund steht, dass man das Ganze mit Spaß und Freude macht. Der Sieg über mich selber und dass ich nach einer schweren Verletzung zurückgekommen bin, war fast noch schöner.